wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, ich muss sagen, es grenzt an ein Wunder, dass ich die Kraft hatte zu schreiben und diesen drängenden Impuls, wann, wenn nicht jetzt. Es war ein unwiderstehlicher Drang. Ich wusste überhaupt nicht, worüber ich schreiben will. Ich wusste nur, ich muss jetzt schreiben. Ich musste mir Erleichterung verschaffen. Von daher hat es seinen Zweck erfüllt. Ich wusste nur eins, was ich schreibe, soll, muss vorbehaltlos liebevoll sein. Es hat mich grundlegend verändert. Es hat mir sehr viel von meiner Angst genommen. Es geht um die völlige Aussöhnung mit dem eigenen So-Sein. In Band 1 und 2 unterscheidet Regulus aus Verständnisgründen noch sehr deutlich zwischen dem höheren Selbst einerseits und dem Ego andererseits. Manches von dem, was Regulus sagt, war mir im Vorfeld bewusst, aber diese Komplexität, diese Klarheit, diesen logischen Aufbau hätte ich mit meinem Verstand niemals so hingekriegt. Wenn er über seine Welt redet, sagt er immer, wir im Lichte der Einheit. Die Gleichzeitigkeit von Einheit und Individualität. Das wäre in seiner Welt gegeben. Das ist aber ein Fakt, denn für uns ist das ein Widerspruch. Liebe, was ist das denn eigentlich? Sie wird in unzähligen Liedern besungen und alle Menschen streben danach, was ist das eigentlich? Dann kam diese Definition durch und danach waren etwa 10 Minuten absolute Stille.